Ja, letzte Woche Videokonferenz der smarten Bankkunden zu einer Geld-Geld-Sachwertanlage 4 bis 6%. Sie könnten live teilnehmen können. Sie sehen das auch schon hier als registrierter Fan, ja, also der bei uns mit E-Mail-Adresse hinterlegt ist, kann live an Videokonferenzen teilnehmen. In diesem Video mal ein kleiner Zusammenschnitt, Zusammenfassung von dem, was da passiert ist. Ja, und Sie kennen es natürlich, unsere Begleitartikel. Wenn Sie jetzt oben bei YouTube reingehen, ja, dann finden Sie einen Link zu diesem Begleitartikel. Wenn Sie ein bisschen runterscrollen, sehen Sie nämlich dann auch einen Ausschnitt aus unserer Videokonferenz. Mal die spannendsten Punkte zusammengeschnitten. Wenn Sie jetzt einfach starten, sehen Sie schon den Beginn der Videokonferenz. Herzlichen Dank für jeden, der sich heute. In der Mitte dann. Selbst wenn es enteignet würde, habe ich ein Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Paraguay. Denn der Vortrag, ja, und wenn man dann weitergeht. Und wir als Unternehmen haben eigentlich eher das Thema, dass wir eigentlich Bäume, die wir ursprünglich geplant hatten, die wir. Die ja, Fragerunde, vielen Dank. Also dieser Zusammenschnitt ist sehr lohnenswert, sich anzuschauen, wenn man auch in Sachwert in Waldanlage interessiert ist. Immer knapp 15 Minuten aus 90 Minuten, also unsere Videokonferenz hatte Spielfilmlänge für Sie zusammengeschnitten. Auch die wichtigsten Punkte sind denn hier zusammengefasst. Sachwertanlage mit einer voraussichtlichen Rendite von 4 bis 6%, so wie man es heute halt berechnen kann. Die Höhe der Rendite ist abhängig von der Laufzeit. Bei der Laufzeit darf man sich entscheiden zwischen circa 4 oder 18 Jahre. Und da sieht man auch den Unterschied. Bei 4 Jahren werden 4% in Aussicht gestellt. Bei 18 Jahren sind das 6% immer per anno. Sehen Sie mal, das füge ich hier noch ein. Das fehlt da noch. Weiter wichtiger Punkt ist mit Klimazertifikat möglich bei 18-jähriger Laufzeit. Hier wird Nutzholz produziert, welches als Rohstoff für langlebige Wirtschaftsgüter dient und CO2 darin dauerhaft gespeichert wird. Deswegen kann so ein Zertifikat ausgestellt werden. Man weiß das ja schon, man weiß das ja auch von mir, wenn man ein bisschen runterscrollt. Ich mache das ja jedes Jahr aufs Neue, dass das, was wir hier mit Webseite, Reisen und Co. an quasi Ausstoßen an CO2 Bäume gepflanzt, man kann auch raufklicken hier, ja, dann kommt man ein bisschen genauer, dann sieht man auch, was noch mehr halt dahinter steckt, ja. Machen wir das. Wir machen das jetzt. Wir machen das einfach. Jetzt müssen wir mal gucken. So, und ein Beitrag auf jeden Fall zur Umwelt, also auch die 4-jährige Laufzeit, denn diese Bäume, die dort denn als Energielieferant dienen, die schonen natürlich den Regenwald, weil sie vom Feld geerntet werden und nicht aus dem Wald, aus dem Regenwald entnommen werden. Ja, im Vortrag haben wir gehört in der Konferenz, das ist sowieso legal aus dem Regenwald zu tun, ja, aber ja, was macht, ja. Wir haben es nicht unter Kontrolle, ja. Man kann nicht hinter jedem Baum einen Polizisten stellen. So, also im Beitrag ist es zur Umwelt auf jeden Fall. Die Frage ist dann für einen Investor Pacht oder Kauf ab einer Waldanlage von 5 Hektar, das sind jetzt 50.000 Quadratmeter, ja, schon eine ganze Menge, beziehungsweise einer Investitionssumme, wir sehen es gleich nochmal, von 37.250 Euro kann man Grund und Boden gleich miterwerben und wird somit Grundbesitzer in Paraguay. Wer nur an den Bäumen interessiert ist, der bleibt dann halt bei der Pachtanlage. Wie könnte es für Sie weitergehen? Sie sehen es hier, man kann ein Infopaket anfordern. Klicken Sie da einfach auf den Button rauf, so wie ich es jetzt mache. Ganz einfach seine Kontaktdaten angeben. Man könnte hier auch noch mal eine Frage oder sonst dergleichen was angeben und hat auch die Möglichkeit, hier ein Häkchen zu machen, falls man potenziell an einer Paraguay-Reise interessiert ist. Da gibt es einen kleinen Gutschein oben drauf und dann klickt man dann hier auf Absenden. Wenn Sie das dann getan haben und in den nächsten Tagen dann Ihr Infopaket angekommen ist, dann sehen Sie dann auch hier so einen Blick, die drei Produkte im Überblick. Das ist jetzt auf dem Video vielleicht schlecht zu sehen. Wechseln Sie da einfach dann auf den Begleitartikel auf unserem Spezialportal. Da sehen Sie einmal die Anlage mit 4 Wochen, mit 4 Jahren Laufzeit. Die gibt es natürlich jetzt nur in der Pachtvariante. Und die mit 18 Jahren wäre dann auch entweder als Pacht, dass das Land gepachtet wird oder dass das Grundstück von Ihnen auch gekauft wird.
ist Ihnen hier meine handschriftliche Bemerkung aufgefallen, dass es, wenn man also diese 5 Hektar Land in Paraguay besitzt, kann eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Ja? Amtliches Resultat ist dann eine Ceduela, ja? Das ist eine ID-Card vom Staat Paraguay, mit der man sich auch sonst in Südamerika ganz gut bewegen kann. Ja? Auf unserem Herbstseminar habe ich letztes Jahr jemanden kennengelernt, der besitzt diese Cedula und auch ein bisschen kennengelernt von seinen Erzählungen, ja, die angenehmen Erfahrungen, die er damit gemacht hat. Ja. Aber bitte beachten Sie, eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung ist keine Staatsbürgerschaft. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Vergleiche gemacht. Das können Sie selber lesen. Wichtig ist natürlich auch, wenn Sie bei uns als smarter Bankkunde sind, jeder kümmert sich um seine persönlichen Finanzen in Eigenverantwortung. Ja? Auch so ein Zitat hier noch aus unserem Aufsteigertraining. Scrollen wir einfach leicht darüber, könnten Sie bei Interesse selber lesen. Hier sind es dann nochmal ja, weiterführende Links. Ja. Wir haben die Dokumentation von meiner eigenen Reise, sehen wir gleich Bilder noch von, wo ich in Paraguay war und mir das angeschaut habe. Wir haben ein Webinar, auch in Spielfilmlänge, es stammt jetzt nicht von letzter Woche, schon ein bisschen älter, aber da finden Sie auch nochmal die ganz grundlegenden Informationen für jemanden, der tiefer einsteigen möchte. Und hier, das wäre jetzt für Unternehmer, die diesen CO2-Ausgleich halt beabsichtigen. Ja, genau. Und Sie sehen es natürlich hier, ein paar Bilder zum Abschluss, das ist der Matthias Wagenknecht, ja, einer der Anfangsinvestoren, der ist mittlerweile relativ zügig dann auch nach Paraguay sogar ausgewandert und hat hier eine Aufforstungsanlage, betreibt er eine Pension. Ja, die Pension haben wir jetzt nicht auf Foto drauf, aber wir haben den Pool drauf, in dem man da als Gast dann halt schwimmen kann. Wenn man hier weiter runter scrollt, ich habe ein Foto für Sie reingestellt von einer Aufforstungsanlage. Da, die Bäume sind noch relativ jung, die sind noch nicht so hoch gewachsen. Ja. Jeder Investor hat die Möglichkeit, seine Bäume halt zu besuchen. Also entweder im Rahmen der Investorenreise, wo ich vorhin gezeigt habe, wo man diesen Gutschein mit bestellen kann. Ja. Die findet zweimal jährlich ungefähr statt. Ja. Oder man kann natürlich auch individuell sich ja, anmelden und sagen, ich möchte gerne mein Land besuchen. Anmelden insofern, ja, man muss es ja finden. Es sollen ja auch keine auf diesen Aufforstungsanlagen nicht wild irgendwelche Leute rumlaufen. Und man muss es finden, das ist aber gar kein Problem. Also was ich da an Feedback auch bekommen habe, ich, im Vortrag ist es drin, dieser Waldrat, ja, also ein ehrenamtlicher Verein, der sich da darum kümmert, dass also halt beobachtet wird, da waren schon mehrere drüben und da waren auch schon welche, ja, so halt drüben, das geht. Was wir hier noch reingemacht haben, oder was ich reingemacht habe, ist ein Foto von einer Arbeiterwohnung hier am Rande des Betriebshofes, ja, im Vordergrund ein relativ moderner Traktor, denn ein Arbeiterwohnhaus, ja, und im Hintergrund sieht man hier Investorenwald. Und diese Art von sozialen Wohnungsbau hatten wir übrigens auch in der Kaiserzeit in Deutschland. Ja. Große Unternehmen haben Wohnungen für Arbeiter in der Nähe ihrer Arbeitsplätze gebaut, freiwillig und ohne Umwege über einen aufgeblähten Staatsapparat. Ja. Beispielsweise Siemens, kann man sich in Berlin anschauen. Solch ein Engagement, ja, hat viele Vorteile, wie beispielsweise höhere Identifikation und Motivation der Mitarbeiter. Und ja, noch ein bisschen Abschiedsbild hier zum Schluss. Produkte von Weltkonzerne in der Nähe. Ja, hier sehen Sie auch, wie ich hier mit meinem Reisefreund hat mich damit begleitet. Und Sie sehen hier, wir haben ja auch einige Dividendeninvestoren immer bei uns dabei. Ja, auch dort, wo Spanisch gar nicht mehr so viel gesprochen wird, sondern Guarani, das ist die eigentlich einheimischen Sprache eigentlich, ja, von Paraguay. Selbst dort findet man die Frau im Laden, in dem Café, da konnte keiner Englisch, keiner Spanisch sprechen. Ja, trotzdem haben wir eine eisgekühlte Cola gefunden und wir sind auch ein bisschen durch diese Kleinstadt gelaufen, haben da der Supermarkt wäre zu viel gesagt, das ist mehr so ein erweiterter Tante-Emma-Laden, ja, aber der hat jetzt hier die Shampoo zu kaufen, ja, und das ist jetzt von Unilever, ja, ein Produkt, das ist schon recht interessant. Gut, hier haben Sie immer die Möglichkeit, den gelben Button zu drücken, sich weitere Informationen anzufordern und können natürlich auch weiterhin Fragen stellen, wenn Sie jetzt hier einfach die Kommentarfunktion nutzen. Dann können Sie Fragen stellen und sich auch über Antworten benachrichtigen lassen. Wenn Sie irgendwann genug Antworten haben, können Sie bei jeder E-Mail
wieder abbestellen und sagen, ich möchte davon, mit einem Klick, ja, es braucht nichts sagen, sie klicken einfach nur drauf, nichts mehr wissen wollen. So, das war das Video zu unserer ersten Smarte Bankkundenkonferenz, wenn Ihnen das auch gefallen hat. Von den Teilnehmern ist es ja nun mit 90 Minuten wesentlich länger geworden als geplant, war das ganz gut. Wiederholen wir vielleicht dann nochmal was im zweiten Halbjahr, mal sehen, welches Thema da dann für uns spannend ist. Herzlichen Dank dafür. Ach, und dieses Video werden wir übrigens dann auch, jetzt sieht man das Vorschaubild nicht, dieses Video werden wir dann auch in voller Länge, also in dieser Kurzform voller Länge, bei uns im YouTube-Kanal für alle anderen freischalten.